Zahlreiche Kirchen in der Diözese Würzburg sind heute noch durch ihre Türme oder durch ihre Inschriftentafeln als Bauten aus der Zeit Julius Echters zu erkennen. Aber nur hier in Breitensee ist noch eine geschlossene Ausstattung aus der Zeit Julius Echters erhalten, die es erlaubt, zum einen die Intention dieser Kirchenbauten zu erklären, zum anderen aber auch die Atmosphäre eines solchen Kirchenraums der Echterzeit zu erfahren. Breitensee war seit 1588 im Besitz von Valentin Echter von Mespelbrunn. Das ist ein jüngerer Bruder Julius Echters gewesen. Und Breitensee ist immer ein bisschen mit Anführungszeichen als Echterkirche verkaufen. Das ist eigentlich eine Valentin-Echter-Kirche, die von ihm finanziert, initiiert, ausgestattet worden ist. Valentin Echter hat hier ganz im Sinne seines Bruders Julius Echter gehandelt, indem er den Ort zum Katholizismus zurückführte und auch die Infrastruktur schuf, die dies gewährleistet. Er hat hier eine Pfarrei gestiftet, die 1598 von Julius Echter bestätigt worden ist. Und er hat im selben Zuge eine Pfarrkirche errichtet. Das ist die Kirche, in der wir jetzt hier stehen. Am Michaelstag 1598 wurde sie eingeweiht, ein festliches Ereignis, zu dem Julius Echter aus Würzburg gekommen war. Das Patrozinium Michaels ist programmatisch gewählt. Michael, der Erzengel, der Kämpfer gegen den Teufel und gegen die Ketzer, ist natürlich derjenige, der im Sinne der katholischen Erneuerung hier gegen die evangelischen Gebiete ins Feld gesetzt wird. Ganz typisch für den Kirchenbau der Zeit ist die Verwendung gotischer Formen. Das sind Bauformen, die als sogenannte Echtergotik bezeichnet werden. Aber sie werden nicht nur unter Julius Echter und nicht nur im Gebiet Würzburgs verwendet, sondern es sind alte Handwerkstraditionen, die aus der Gotik weitergeführt worden sind. Und diese Bauformen hat man, da sie bekannt waren, auch empfohlen, im Kirchenbau zu verwenden. Das ist die sogenannte alte deutsche Manier. Und diese gotischen Formen haben die Gebäude auch eindeutig als Kirchen erkennen lassen innerhalb der säkularen Umgebung. In einer Zeit, in der Orgeln durchaus nicht zur Standardausstattung von Kirchen gehörten, ist dieser Prospekt ein Beleg für das Engagement Valentin Echters nicht nur für die bildliche Ausstattung seiner Kirche, sondern auch für die Pflege der Kirchenmusik, also für die akustische Dimension des Raums, die man sich zur Bildausstattung immer auch dazu denken muss. Ein Ort zur Aufbewahrung der gewandelten Hostie ist das wichtigste Unterscheidungsmerkmal zu einem evangelischen Kirchenraum. Und so gehören Nischen, die dieser Aufbewahrung dienen, zu den wichtigsten Objekten innerhalb echterzeitlicher Kirchenräume. Wenn man jetzt auch von Italien aus schon sehr den Altartabernakel, wie wir ihn heute kennen, propagierte, so benutzte man doch während der ganzen Zeit Julius Echters vor allem Sakramentsnischen, die sehr viel sicherer waren als Tresore in der Wand. Das Breitenseer Beispiel ist ein besonders elegantes, in Stuck ausgeführt zur Rahmung dieser Tresornische. Auffällig ist die starke Verwendung von Motiven, die aus der Antike kommen, sei es eine Satyrmaske am Sockel oder Hermen seitlich der Nische, die möglicherweise, da es sich um einen Mann und eine Frau handelt, auf Adam und Eva beziehen, also den großen Bogen schlagen zwischen dem Sündenfall und dem Erlösungswerk Jesu Christi, der ja in dieser Nische nach katholischer Überzeugung real präsent ist. Musik.
Der Gemeinde im Kirchenraum soll auch nichts den Blick zum Hochaltar verstellen, der der wichtigste Bezugspunkt für die Gemeinde ist, als der Ort, an dem der Priester den Gottesdienst zelebriert. Hier in Breitensee ist ein ganz typischer Altar der Echterzeit erhalten geblieben, der die alte Form des Flügelretabels, also eine spätgotische Altarform, aufgreift, aber mit neuen zeitgenössischen Dekorformen versieht. Die Bildwerke auf dem Altar zeigen hauptsächlich Szenen aus der Passion Jesu Christi. Sie reichen vom Ölberg bis zur Himmelfahrt. Und das zentrale Bild, ein Relief, zeigt figurenreich die sogenannten vier tröstlichen Begegnungen des Leidensweges, die hier in ein Bild zusammengefasst sind. Eine Neuerung in der Ausstattung sind die Kirchenbänke, das Gemeindegestühl, das jedem Mitglied der Gemeinde auch einen Platz zuweist. Das dient zum einen natürlich auch der Bequemlichkeit, vor allem bei den Predigten, beim Katechismusunterricht, der ja auch in der Kirche stattfand und ein wichtiger Bestandteil der Glaubensunterweisung war. Die Bänke dienen aber vor allem auch die Gemeinde im Kirchenraum zu halten, sind also in gewisser Weise auch ein Kontroll- und Disziplinierungsmittel. Die Stimmung im Breitenseer Kirchenraum wird maßgeblich bestimmt von der umfangreichen Ausmalung, die hier wiedergewonnen werden konnte. Solche Ausmalungen gehörten zum Standard in den Kirchen der Echterzeit. Sie dienen zum einen der Zierde des Gotteshauses und damit der Ehre Gottes, zum anderen aber auch der Unterweisung der Gläubigen. Und so finden sich hier in Breitensee dekorative Einfassungen von Fenstern, der Türen, des Chorbogens, aber auch die 12 Apostel in monumentaler Form. Und damit verweisen sie direkt auch auf die mächtige Kanzel, die hier in Breitensee erhalten ist, als Ort der Verkündigung, der Auslegung des Gotteswortes und der Glaubensunterweisung. Durch die hohe Kindersterblichkeit bedingt war man darauf bedacht, möglichst schnell nach der Geburt das Sakrament der Taufe zu spenden. Und um diese schnelle Taufspendung vor allem in korrekter Form zu gewährleisten, war der Taufstein ein unverzichtbarer Bestandteil in der Ausstattung einer echterzeitlichen Kirche. Es ist natürlich ein Statement, wenn hier so nahe an Thüringen eine Kirche in diesen Formen errichtet wird, um katholischen Glauben zu fundamentieren und hier neu zum Blühen zu bringen.